So, die nehme ich jetzt mal raus. Und wie gesagt, verschwindet im Rucksack. Ihr seht, wie viel Platz das nur frisst. Also eigentlich gar nicht. Zu meinem Stativ. Braucht das Stativ. Öffnen. Rucksack auf. Stativ rausholen. Zack. So einfach ist das. So, über diesen Drehknopf, den ihr hier seht, schraubt ihr den einfach fest. Ganz normal. So. Zack. Fest. Kann nichts mehr passieren. Und dann schwenkt ihr das Ganze wieder zurück. Wenn ich hier oben dran rumrüttel, flattert nichts. Ne? Also ihr seht es hier mit der Hand. Das Stativ, wenn es steht, ihr seht es an meiner Hand hier, ich übe jetzt hier richtig Druck aus. Meine lieben Dampfer, Raucher, Nichtraucher und Kiffer, ein neues fantastisches Video. Worum geht es in diesem Video? Um Stative, in meinem Fall ein Reisestativ. Das ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert. Dann haben wir hier noch das hier. Das ist schon so ein bisschen kleiner, kompakter, deutlich leichter. Also vielleicht die Hälfte vom Gewicht. Und dann haben wir hier noch was ganz Kleines. Das habe ich euch schon mal vorgestellt hier. Übrigens das hier auch. Also das ist zu klein für die Reise und das ist meiner Meinung nach zu groß für die Reise. Und ich habe jetzt noch zusätzlich ein Reisestativ in diesem Karton hier von der Firma GoFoto, das GT2 und das ist das GT1. Hatte ich euch ja schon mal vorgestellt, hier mit den einstellbaren Füßchen und so, mit der Schnellwechselplatte hier oben, wo man den Adapter hier entnehmen kann. Also das Ding ist schon sehr, sehr anständig. Das benutze ich gerne und häufig. Das ist toll. Das schwere Monster hier, das wiegt etliche Kilos. Das benutze ich nur, das ist ja auch so ein Markenteil, das benutze ich nur für die ganz hochwertigen Sachen sozusagen. Aber wenn ich unterwegs bin, doch das ganz gerne mal. Aber es ist mir hin und wieder doch ein bisschen zu groß. Also ans Rucksack möchte ich das nicht ranhängen und in den Urlaub möchte ich das auch nicht mitnehmen. Was habe ich in meinem Urlaub dabei gehabt? Und zwar habe ich im Urlaub dabei gehabt, dieses Stativ hier. Bei meinen USA-Reisen. Dieses kleine süße Stativ. Aber es ist Flatterkack. Es gefiel mir nicht ganz so gut. Also es funktioniert zwar, es lässt sich auch ausfahren, aber ihr seht hier schon an den Beinchen, das ist alles wabbeliger Kram hier. Für die Reise kann man es nehmen, aber wirklich gut ist es nicht. Und dann dachte ich mir, das hat auch nur, ich glaube, 10 oder 15 US-Dollar gekostet. Und nun wollte ich nochmal ein vernünftiges Reisestativ haben, aufgrund meiner anstehenden Reise, was ich mit in die USA nehme, mit dieser Kamera hier. Das packe ich mal wieder ein. Also das nehme ich nicht nochmal mit. Das war das letzte Mal, glaube ich, in Silvester in Las Vegas im Einsatz. Zum Silvesterfeuerwerk. Da hatte ich das im Einsatz. Könnte ich euch mal irgendwo einblenden, wo am Stratosphäre da das Silvesterfeuerwerk abgefeuert worden ist. Ja, da war das Stativ im Einsatz. Also hat meiner Meinung nach zwar funktioniert, aber es geht deutlich besser. Und ich wollte auch ein besseres als dieses müllige Stativ hier. Das ist auch sehr, sehr leicht. Und nun stelle ich euch das GoFoto, ihr seht, GT2 vor. Aber bevor wir dazu kommen, das wird mein neues Reisestativ. Das möchte ich euch mal näher bringen. Vielleicht habt ihr eine ähnliche Anwendung. Es ist sehr preisgünstig und wie ich finde, von der Verarbeitungsqualität her entspricht dieses Stativ, hat alles das, was ich mir von einem Reisestativ wünsche. Seid gespannt, stelle ich euch gleich vor. Bevor wir aber dazu kommen, ein wenig Smalltalk. Und wir reißen uns erstmal, würde ich sagen, ein schönes Radeberg auf. Ja, denn wir machen jetzt ein wenig Smalltalk. Wer weiß, wie lange dieser Smalltalk dauert. Ja, ich sagte ja, ich brauche ein Reisestativ für meine anstehende USA-Reise mit meinem Samsonite-Koffer. Den hatte ich ja auch mal vorgestellt. Kann ich euch mal einblenden. Der wird jetzt in Kürze das erste Mal in Einsatz kommen. Also er sollte vor 2 Jahren sollte der in Aktion treten, der gute alte Samsonite, nagelneu, noch nie benutzt. Jetzt werde ich ihn endlich einweihen. Genauso wie mein neuer Rucksack und, das hole ich mal schnell, und von meinem österreichischen Freund Peter die Kamera, die er mir zugeschickt hat. Und zwar die, da habe ich jetzt auch schon in 2 Tagen bestellt, scheiße teuer die Akkus für die Kamera hier.
Und zwar für die SX730 HS. Die hat er mir ja zugeschickt als, warte mal, wenn ich sie jetzt anmache. Das ist ja hier die PowerShot SX730 mit 40-fach optischen Zoom, allerdings mit einem klappbaren Display. Das ist schon mal eine coole Geschichte, wie ihr seht hier, ne? Das finde ich schon mal geil. Das wird meine neue Vlogging-Cam. Die will ich, also damit werde ich meine Urlaubsvideos machen. Mit in Full HD mit 60 Frames pro Sekunde. Und wie gesagt, hat sie mir ja zugeschickt aus Österreich. Vielen Dank an Peter, falls du dieses Video sehen solltest. Jetzt wird diese Kamera endlich in Einsatz kommen. Und ich habe mir da auch einen zweiten Akku gekauft. War nicht ganz günstig. Diese Nachbauakkus, auch sehr, sehr teuer für diese Modelle. Ja klar, weil da irgendwelche, weil die kopiergeschützt sind, da sind irgendwelche Chips drin. Aber mittlerweile kopiere die Chips auch noch mit. Also der neue Akku funktioniert, hat bloß ein bisschen weniger Kapazität. Ich glaube, der Original-Akku 1200 mAh und der Nachbau-Akku 1010 mAh. Das ist mir aber egal. Ich habe das schon getestet hier. Also der mit den 1200, der hält schon echt lange. Also dann passt das schon. Habe ich einen Akku zum Wechseln. Also meine SX230 war das, glaube ich. Meine SX230, die schicke ich in Rente. Also die benutze ich schon lange nicht mehr. Das wird jetzt meine neue Vlogging-Kamera. Dafür hat er sie mir für den USA-Urlaub ja auch zugeschickt aus Österreich, weil er sie nicht mehr braucht und ich kann sowas natürlich prima gebrauchen. Ihr wisst es. Was nehme ich mit in die USA an Equipment, an Kamera-Equipment? Klar, ich nehme diese Kamera mit, hier meine teure Olympus. Dafür ist auch das Stativ. Dann natürlich noch als Vlogging-System für unterwegs das eher kleine und kompakte Modell hier. Also so groß ist sie denn auch nicht. Und wie gesagt, mit dem klappbaren Display, das funktioniert ganz, ganz wunderbar. Man macht sie an, drückt Aufnahme und feuerfrei und man sieht sich dann auch und kann ganz bequem und gut filmen. Und das Ding hat auch noch einen optischen Bildstabilisator mit eingebaut. Also das funktioniert alles ausgezeichnet. Also das ist echt ein schönes System. Also da wusste der Peter schon, klar, das ist genau das Richtige für Perle. Ich brauche es nicht, also kriegt Perle das. Also muss ich mich nochmal verneigen. Vielen Dank. Jetzt kommt sie mit etwas zeitlicher Verzögerung zum Einsatz. Die nehme ich mit. Wie gesagt, hier meine teure Olympus, meine EM5 Mark III. Die kommt natürlich noch mit, aber nicht mit diesem Objektiv, mit dem elektronischen Objektiv hier, was ich hier habe, mit dem elektronischen Zoom-Objektiv, sondern mit meinem manuellen Zoom-Objektiv, mein Reisevario bis 300 mm. Das Ding ist auch cool. Ja, aber für die Videos hier nehme ich das Objektiv, das ist auch nicht schlecht. Für YouTube-Videos finde ich das auch ganz cool. Und dann nehme ich natürlich noch meine 4K Action Cam mit, wo ich dann so Sachen, wenn ich da mal unterwegs bin, in der Pampa rumdüse oder über den Strip laufe oder sowas, inklusive Gimbal, dem kommerziellen Gimbal, was ich euch mal vorgestellt habe. Ja, die Sachen nehme ich auch noch mit. Also mein Rucksack wird schon voll gepackt mit Elektronikkrempel. Aber wie gesagt, was mir noch fehlte, war ein vernünftiges Reisestativ. Ich hatte angedacht, das mitzunehmen, aber es ist doch ein bisschen groß, ein bisschen schwer. Das ist mir was für zu Hause, würde ich mal so sagen. Und das hier ist zu klein und zu flatterig, was ich euch gerade sagte. Das passt mir eben nicht. Und deswegen das Review von dem GT2. Das ist ganz neu auf dem Markt, das GT2, was ich euch gleich vorstellen werde. Ihr dürft gespannt sein. So, Smalltalk. Wir sind immer noch im Smalltalk-Part sozusagen. Aber wir kommen auch wieder zurück zum Thema. Irgendwo geht das ja auch alles zusammen. Was gibt's Neues? Mein Urlaub ist in trockenen Tüchern. Schönen Gruß von Mercy sozusagen. Ich habe, wie gesagt, mit Mercy ja telefoniert. Die arbeitet nicht mehr im Stratosphäre. Kann ich euch ja auch nochmal einblenden. Also die arbeitet nicht mehr im Strat, in The Strat. Sie hat da gekündigt. Und zwar war das 2019, hat sie da einen Sack gehauen, weil da ganz viele von den Mitarbeitern krank geworden sind, Corona-technisch und auch ins Krankenhaus gekommen sind. Das war ja noch die Delta-Variante, ein bisschen aggressiver. Und da hatte sie so viel Angst, dass sie gesagt hat, ich hau einen Sack, ich brauche das alles nicht. Die kommt auch so über die Runden. Also bei Messe gibt es überhaupt gar keine Probleme. Also finanziell, sie ist sowieso nur Arbeit gegangen und Strat, weil sie zu Hause Langeweile hatte. Das ist ja eine ganz wilde Nuss. Ich werde ja nochmal berichten, ich werde sie ja da treffen. Da werden wir ein paar Sachen sicherlich unternehmen. Ich bin 3 Wochen in Las Vegas. Ich hatte erst angedacht, machst du noch mal eine Rundreise oder so? Nein, mache ich nicht. Aufgrund meiner Zurückstufungssituation im Stratosphere fange ich ja jetzt wieder wie ein Neukunde sozusagen an. Im Stratosphere gibt es ja dieses True Rewards System. Da war ich mittlerweile die letzten 3 Jahre, also seitdem es umgestellt worden ist, war ich da im Legit
im Legend-Level, das ist vor Epic, vor dem Epic-Level, aber den will ich nie erreichen. Da brauchen wir 150.000 Basispunkte. Da muss man dann, da müsste ich dann ein halbes Jahr einziehen, um dieses, um den epischen Level zu erreichen. Aber ich war im Legend-Modus, das ist auch schon ziemlich hoch. Das ist mit Limousinenabholung und dann dem Vollprogramm, ne? Also überall VIP-Zugang und. Also astrein. Aber dadurch, dass ich jetzt 2 Jahre nicht da war, bin ich zurückgestuft worden auf den Starter-Level, auf True. True, da ist das ja genau, True. Also damit fängt jeder an. Jeder, der zum Playtest geht, der wird zurück, der fängt mit True an. Und man arbeitet sich dann nach oben über von True zu Loyal. Könnt ihr euch ja mal einblenden. Da braucht man 5.000 Basispunkte. Kinderkram habe ich innerhalb von einem Tag, denke ich mal. Oder zwei zumindest. Ich denke, nach 2 Tagen werde ich den erreicht haben. Danach geht es dann zu dem Level Solid, also solide. Braucht man 30.000 Basispunkte, da muss man schon ein bisschen fleißig sein. Und dann kommt eben Legend, das war ja eigentlich mein Stratosphäre-Level, das ist also schon ziemlich weit oben. Das ist schon so, ich würde nicht sagen, ja doch, geht schon in die Richtung High-Roller bald, ne? Also ein High-Roller, wollen es mal nicht übertreiben, aber das ist schon so die Tendenz High-Roller. Da ist man schon ein guter im Stratosphäre. So, ich wurde ja zurückgestuft. Wie gesagt, ab seit 1.1. bin ich wieder im Beginner-Level. Nach 2 Jahren haben sie mich dann komplett runtergesetzt. Ist ja auch in Ordnung so, baue ich wieder auf, ist überhaupt kein Problem. Das Problem, was ich dachte, was unter Umständen sein könnte, ist natürlich dadurch, dass ich jetzt wieder auf dem Starter-Level bin, dass ich meinen Host verliere. Weil den Host hat man nur in den zweithöchsten Level. Wie war die Reihenfolge? True, Anfang, ja, das andere, Loyal, Kinderkram, Solid ist schon okay. Und dann eben, wie gesagt, Legit, genau, Legit. Also ich war in den Legit-Level und jetzt bin ich wieder zurückgestuft worden auf True. Dadurch verliere ich natürlich eigentlich auch meinen Host. So, ich hatte jetzt ja Kontakt aufgenommen. Was heißt jetzt? Also ich hatte schon ein paar Mal mit dem Kontakt aufgenommen. Mein Host interessiert das nicht, ob ich zurückgestuft bin, weil er weiß und er argumentiert auch dahingehend, ich kann ja nichts dafür, dass ich zurückgestuft worden bin, dass ich 2 Jahre nicht in Stratosphäre konnte, weil ja die Border, also die Grenze, die amerikanische Border war dicht. Also die amerikanische Grenze war dicht für alle. Also kann man nicht in die USA rein. Also kann ich dann auch nichts für. Klar, das System hat mich jetzt zurückgestuft und sie hatte überhaupt gar kein Problem mit. Was ist nun? Ich werde jetzt 3 Wochen in Las Vegas bleiben. So der Plan. Also ich werde 3 Wochen auch im Stratosphäre bleiben und werde versuchen, in den 3 Wochen wieder ordentlich mein Spielerkonto sozusagen aufzufüllen, dass ich wieder meinen alten Status da, mit Chance sogar meinen VIP-Status wieder erreiche. Wobei 60.000 Tier-Credits, 60.000 Tierpunkte, das ist gar nicht so einfach zu bekommen. Das sind ja Zeitpunkte, ey, da muss man echt viel im Casino rumhängen. Ich weiß nicht, ob ich das will, ob ich da Bock drauf habe. Also ist die Frage, ich muss mal gucken, wie gut es auch läuft und wie mir das denn Spaß macht. Ne? Muss man mal schauen. So. Und das ist natürlich auch ein bisschen Arbeit, ne, die dahinter steckt, weil Arbeit deswegen, weil mein Ziel ist ja da irgendwie, sagen wir mal, $200.000 oder sowas zu verspielen, aber auch $200.000 wieder reinzubringen. Also nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren. Also Nullsummspiel und der Gewinn ist bei mir quasi der kostenlose Urlaub, im Idealfall der kostenlose Urlaub. Und das ist eben, wie gesagt, mein Ziel. Also das ist nicht ganz so einfach zu erreichen, da muss man sehr diszipliniert sein, bin ich auch. Aber hin und wieder natürlich, auch wenn ich vorne bin, dann schlage ich natürlich immer über die Stränge und drehe mir den durch. Ne? Klar, gewonnenes Geld ist für mich wie Monopoly-Geld. Wenn es an meine eigene Knete geht, dann werde ich so ein bisschen vorsichtig. Ne? Aber alles, was gewonnen ist, scheißegal, das ist für mich kein Geld, das ist einfach Mittel zum Zweck. So, wollen wir mal gucken, wie das dieses Jahr funktioniert. 3 Wochen bin ich im Stratosphäre. Mein Host spendiert mir das sozusagen wieder. Und zwar gab es da aber so ein paar kleine Missverständnisse. Das hat mit dem Stratosphäre-System intern zu tun. Muss ich jetzt nicht zu sehr ausweiten. Jedenfalls die 3 Wochen bekomme ich. Wie das Ganze im Detail funktioniert, würde jetzt zu ausschweifend sein, euch das zu erklären. Also ich bekomme das Stratosphäre wieder 3 Wochen umsonst. Was hätte ich bezahlt? Im letzten Video hatte ich gesagt, ich müsste da... War das 2.700 oder was ich da gesagt habe? Nein, oder $3.700 müsste ich für das Zimmer bezahlen für die 3 Wochen. Das stimmt nicht ganz, habe ich Mist erzählt. Ich kann es euch ja mal einblenden. Ich würde für das Zimmer jetzt bezahlen, das war beim letzten Mal aber genauso, glaube ich. Wenn ihr das Zimmer buchen würdet, das Zimmer, was ich bekomme, und ich bekomme noch eine Player Suite, also ein Player's Room oder eine Player Suite, das weiß ich noch nicht so genau. Ich zahle ja auch keine Resortgebühren, ich zahle gar nichts da. Also die 3 Wochen für mich sind komplett gekommen, schon jetzt sozusagen. Aber wenn ich da eben diesen Status nicht hätte, den ich da habe, müsste ich für die 3 Wochen im Stratosphäre bezahlen, das kann ich euch mal einblenden, $3.558. Das ist richtig teuer.
Stichwort teuer, alles in Las Vegas ist teuer geworden. Richtig teuer. Auch die Mietwagen sind richtig teuer geworden. Aber ich habe nun, das werde ich euch in einem anderen Video sagen, wie man da an günstige Mietwagen rankommt. Ich habe jetzt einen Mietwagen relativ günstig geschossen. Es sollte ja, erst bei Herz, sollte es ja ein, sag schon, ein Dodge 1500, wie die Dinger, Dodge Ram 1500, so eine Riesenkarre werden. Ja, wurde mir storniert, dann war mit meinem Herz bei dem ADAC-System raus, dann wurde das dann sozusagen gecancelt und dann bin ich über einen amerikanischen Anbieter an einen Mietwagen gekommen. Bei welcher Firma, sage ich euch dann noch, für deutlich weniger Geld noch, für deutlich weniger Geld und mittlerweile gehen die Preise wieder steil nach oben. Ne? Also habe ich wieder ein gutes Timing bewiesen, dass ich sofort neu zugeschlagen habe und auch relativ günstig. Also es passt schon. Also ich habe dafür 17 Tage Mietwagen und für 3 Wochen hänge ich dann Stratosphäre rum. Mach dann durch den Mietwagen bin ich natürlich mobil und kann schön viele Sachen machen, schöne Tagesausflüge in die Gegend. Ich habe hier auch schon wieder jede Menge Ausdrucke, was ich in Las Vegas alles unternehmen will. Also langweilig wird es mir da nicht. Und wenn ich dann eben keinen Bock auf dieses Rumgezocker habe oder sowas, dann setze ich mich ins Auto, fahre in die Wüste rein sozusagen und mache da mein Ding. Ne? Da gibt es noch mehr als genug auch in der Umgebung zu entdecken. Ich will auch noch nach Laughlin, aber da will ich ja nicht übernachten. Laughlin will ich auf jeden Fall auch nochmal besuchen, weil ich mir das angucken will. Das Colorado Bell hat dauerhaft geschlossen. Das Colorado Bell in Laughlin ist Geschichte. Und ich will mal gucken, was hat sich im Aquarius verändert und auch was hat sich im Edgewater verändert. Allgemein, was hat sich in Laughlin verändert. Da mache ich dann auch nochmal eine Tour hin. So weit weg ist es dann ja auch nicht. 1,5 Stunden, ihr wisst es. Mit dem Auto 1,5 Stunden zu heizen, dann ist man da. Dann kann ich mich den ganzen Tag in Laughlin rumtreiben und abends fahre ich dann wieder zurück nach Las Vegas. In meinen HiQ sozusagen. Habe ich nochmal einen schönen Tagesausflug nach Laughlin gemacht. Weil Laughlin finde ich auch cool. Aber ich habe das mit meinem Boss so abgemacht. 3 Wochen bin ich fest in Las Vegas, im Stratosphäre. Damit ich meine Ziele da erreichen kann. Da will ich dann ein bisschen fleißig sein. Aber das ist für mich ja keine Arbeit. Das ist für mich ja Spielspaß und Spannung. Also das passt schon alles. Das kriege ich schon irgendwie hin. Mit den Umsatzzielen, dass mein Host da zufrieden sein wird. Sie hat mir auch geschrieben, sie hat sich nochmal das angeguckt, was ich so die letzten Jahre gemacht habe. Das heißt, ihr braucht mir überhaupt keine Sorgen machen, alles schick. Ne? Wobei ich meine Strategie natürlich auch immer dynamisch anpasse an die Gewinn-Verlust-Situation. Wenn ich natürlich ein bisschen ins Minus rutsche, fange ich an, kniggerig zu werden. Das ist natürlich gar nicht gut für die Umsatzsituation. Aber ich kenne es ja nun über die, oh, ich weiß nicht wie viele Jahre jetzt schon, dass ich mir da überhaupt keine Sorgen machen muss. Also ich komme da aus der Nummer immer mit, na, oder in der Regel kam ich, also wenn ich das jetzt mitteln würde, immer mit plus minus null raus. Es gab mal Jahre, wo ich ein bisschen im Minus war, dann gab es wieder Jahre, wo ich dann doch ordentlich abgesahnt habe. Ich denke mal, vielleicht unter dem Strich, wenn ich es durchrechne, bin ich vielleicht sogar bin sogar gut im Plus. Ne? Also in Las Vegas habe ich noch nichts verloren. Das ist schon mal gut. Und das kostenlose Hotelzimmer ist dann ja sozusagen die Rückversicherung. Wenn ich im Minus sein sollte, ja okay. Stört nicht, weil fürs Zimmer hätte ich regulär bezahlt 3.558. Also scheißegal, wenn ich da mal 500 hinten bin oder sowas, dann tut mir das auch nicht so weh, dadurch, dass das Zimmer kostenlos war. Für 3 Wochen in Las Vegas im Strat ein Zimmer für 500 werdet ihr nirgends bekommen. Nie, nie im Leben. Ne? Und ich habe das Ding jetzt schon 3 Wochen kostenlos. Übrigens, am Airport werde ich auch abgeholt mit einer Limousine. Da steht dann nachher so ein Macker mit seinem Tablet, wo mein Name drauf steht. Also ich brauche mich noch nicht mal um den Transfer vom Airport, der jetzt übrigens anders heißt. Der heißt nicht mehr McCarran Airport in Las Vegas. Den haben die jetzt umbenannt. Der McCarran Airport heißt jetzt nicht mehr McCarran Airport. Der heißt jetzt aktuell, ja, der wurde gerade umbenannt. Der heißt jetzt Harry Reid National Airport. Harry Reid National Airport. Neu heißt der Flughafen von Las Vegas Harry Reid International Airport. Der Name stammt vom Senator aus Nevada, der dem Staat am längsten gedient hat. Der hieß Harry Reid und den ehren sie damit. Und der McCarran Airport, der ist dann hiermit Geschichte. Also das Ding heißt jetzt Harry Reid Airport. Nicht, dass ihr euch wundert und ihr bucht und dann seht ihr da Harry Reid. Das ist der neue Airport. Zu diesen ganzen Details, auch zur Reiseplanung, da müsst ihr auf viele, viele Sachen aufpassen. Das hat sich eine ganze Menge geändert. Ich weiß nicht, ob ich das nächste Woche hinkriege. Ich versuche es. Für euch nochmal ein USA Vorbereitungsspezialvideo. Ich habe schon seit Jahren kein Vorbereitungsvideo gemacht und aufgrund der aktuellen Situation, pandemieseitig, gibt es doch eine ganze Menge zu beachten. Also mittlerweile bin ich da echt Fuchs und kenne mich mit dem ganzen Scheiß aus und habe mich da belesen. Und ey, da
lauern doch einige Stolpersteine. Da müsst ihr echt aufpassen, dass ihr da keine taktischen Fehler macht. Ne? Also komme ich denn in dem USA-Vorbereitungsvideo drauf zu sprechen, falls ihr in die USA wollt, falls ihr nach Las Vegas wollt. Also ganz so einfach ist es nicht. Da kommt immer drauf an, ihr müsst gucken, welche Airline habe ich, wo sind die Zwischenlandungen, wo ist die erste Landung wieder in Europa, was für Gesetze gelten in dem Moment und. Also echt schwierig. Gerade ich über Amsterdam, wo die da Shutdown haben und da komplett am Rad drehen und mit Quarantäne gehen und all so ein Zeug. Das ist also echt schwierig. Da müsst ihr Formulare schon ausfüllen und in Las Vegas abgeben. Ein Quarantäneformular für Amsterdam, also für die Niederlande. Da müsst ihr dann aufpassen, dass ihr da nicht ankreuzt, ich gehe in Quarantäne. Ja, dann werdet ihr da sozusagen wegverhaftet und dann seid ihr da 10 Tage in Quarantäne, wo ihr euch nach 5 Tagen wieder freitesten lassen könnt, um am sechsten Tag zu versuchen, dann einen Flug wieder irgendwie nach Hamburg zu bekommen. Also ihr müsst da in Transfer. Es gibt einige Ausnahmen. Transfer gehört übrigens auch dazu, wenn ihr unter 12 Stunden in Amsterdam seid und wenn ihr auf dem Airport verbleibt, was ihr ja tut. Denn seid ihr in Transfer und das werde ich auch alles dokumentieren für euch. Keine Panik. Sobald ich in den USA bin, werde ich einen Livestream machen natürlich, wo ich euch erzähle, wie die Anreise war und worauf man dazu achten hat und wie stressfrei das war und wie das mit den Wartezeiten aussieht, mit den Umsteigezeiten und den ganzen Formularkram. Das ist ein Riesenberg an Formularen, die ihr da mitschleppen müsst, auch für die amerikanischen Behörden. Also das ist völlig verrückt. Dieser ganze Virus-Kack da, ne? So. Also es geht wieder los. Der gesamte Urlaub ist in trockenen Tüchern. Ich habe einen Mietwagen, das Stratosphere hat mich 3 Wochen zurück. Ich habe da wieder ein Players Room oder eine Players Suite, je nachdem. Und ich werde vom Airport abgeholt. Also ich werde da wieder wie ein Großer behandelt. Das ist natürlich in Ordnung, also wie ein VIP behandelt. Und nicht viel anderes habe ich eigentlich auch erwartet. Das Ganze war aber ein bisschen hölzern, was die Kommunikation anging, weil mein Hoster schwer im Stress ist, aufgrund von Personalmangel. Die ist am Ackern wie eine Große und da gab es so ein paar kleine, haben wir so ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Aber letztendlich gilt das, was ich euch gerade gesagt habe. Das ist ja auch das Entscheidende. From the Strat. I think you've been trying to call me. I work after 4 p.m. United States Las Vegas time. Give me a call back or you can text. Please text. Thank you. Bye. Ja, das USA-Vorbereitungsvideo 5.0 wäre das, glaube ich, weil 4 habe ich schon gemacht, wo ich immer einfließen lasse, was sich alles Neues geändert hat. Mache ich jetzt zusätzlich nächste Woche für euch, um euch da mal ein paar Tipps und vielleicht so eine kleine Anleitung an die Hand zu geben, auf was müsst ihr da achten, damit ihr da keine Probleme kriegt. Und wo müsst ihr in Las Vegas hin? Das werde ich natürlich für euch noch live ausprobieren in Kürze. Auch was die PCR-Tests angeht. Braucht man einen PCR-Test? Nein, es würde auch ein Antigen-Test reichen, zumindest in die Richtung USA. Die Amis sind da nicht ganz so pingelig, aber zurück in Richtung Europa müsst ihr einen PCR-Test haben, wo man den in Las Vegas relativ preiswert und vor allen Dingen zeitnah und schnell bekommen kann. Das werde ich für euch ausprobieren. Ich habe da schon eine Adresse sozusagen in der Hinterhand und ich weiß, wo ich da hin muss. Und das werde ich für euch testen, werde ich für euch live testen. Da werde ich dann auch mal einen Vlog von machen und euch das dann näher bringen, wie das Ganze funktioniert hat. Schauen wir mal. Beenden wir den Smalltalk und kommen wir mal zum Review dieses Videos. Perle fliegt in die USA. Und er braucht ein Stativ. Nicht so ein Klöder-Klapper-Stativ, wie ich schon mal mit hatte. Fand ich scheiße, sondern ein anderes. Ich bin mit dem GT1, das ist ja das GT1 von GoFoto, bin ich sehr, sehr zufrieden. Das ist also ein tolles Stativ. Astrein. Ich hatte es euch mal hier in einem Video vorgestellt. Spitze. Wollte ich als Reisestativ benutzen? Nein, mache ich nicht. Das ist dann doch ein bisschen zu, ja, ein bisschen übertrieben. Das Ding kriege ich auch nicht vernünftig im Rucksack rein. Also es war kein Fehlkauf, weil ich benutze es hier ja ganz gerne. Ich brauchte ein bisschen was Kleineres. Da kam mir natürlich sehr gelegen, dass von der Firma GoFoto, dass es da das GT2 gibt. So, jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Video. Das ist hier ein Photographic Tripod GT2 gibt. Aus Shenzhen. Aus Shenzhen, also China, ne? Aber ein Top-Produkt. Ich war ja schon mit dem, oder ich bin ja mit dem GT1 sehr zufrieden. Das GT2 hier. Das ist sozusagen das Leichtgewicht unter den, also das ist so ein Zwischending. Das ist also schon ganz schön der Brummer. Aber nicht unbedingt schwer. Und das Ding ist nochmal deutlich leichter. Und es wird
als Reisestativ verkauft. Ich habe es bei Amazon gesehen. Ich habe mir die Beschreibung durchgelesen. Ich denke, ey, genau das, genau sowas suchst du. Was unauffällig ist, aber doch von der Verarbeitung hochwertiger als dieses Klapperding hier für 15 Euro. Was kostet das GT2? Was ich hier habe von der Firma GoPhoto. Es kostet, ich kann es euch auch einblenden, 29,99 Euro. Das GoPhoto GT2. Das hier. 29,99 Euro. Wird in so einer Schatulle angeliefert, bei Amazon bestellt. Habe ich am Donnerstag. Am Donnerstag habe ich das geordert. Zwei Tage später war es hier. Freitag hat nicht mehr ganz geklappt, aber eben Samstag kam hier ein großes Paket von Amazon. Und da war das GoPhoto GT2 drin. So, das packe ich euch mal aus, um euch zu zeigen, was in dieser Verpackung hier so Feines drin ist. Als erstes findet ihr da erstmal, wie ihr seht, so eine Allround-Handy-Haltung. Also mit diesem Stativ kann man natürlich auch sein Handy ausrichten, benutzen. Dann findet ihr nur den Karton, der ist jetzt leer, und hier das Stativ in so einer Tüte. Vorne. Also Karton mit Tüte, aber Müll brauche ich nicht. Also diese beiden Sachen sind da drin. Und jetzt seht ihr schon den Unterschied. Also das fasst sich gut an. Es fasst sich deutlich stabiler an, nicht so flatterig wie das Teil. Und es ist ein bisschen größer als mein bisheriges Stativ. Was auch nicht ganz billig war. Das hatte ich mal bei Banggood, glaube ich, bestellt. Das habe ich immer bei Banggood bestellt. Und ist natürlich auch ordentlich leicht, aber eben Flatter-Scheiß. Ne? Wenn man sich die Beine anguckt, das seht ihr jetzt schon, dass das flattert. Ne? Das ist also müllig. Ne? Und auch dieses Verriegeln ist alles müllig und alles billig. Und nichtsdestotrotz kostet das auch 13, 14, 15 Dollar, habe ich, glaube ich, dafür bezahlt. Und das kostet 29. Und ihr seht, es ist gar nicht so viel größer. Es ist ein Tick größer. Das ist auch relativ klein. Das ist ein Tick größer hier. Aber es fasst sich ganz anders an. Es ist viel stabiler. Auch die, wenn ich die Beine mal ausfahre hier, da flattert nichts. Ne? Also da kann ich ja dran rumrütteln. Das ist alles bombenfest. Ne? Das ist auch noch hier profiliert, das Ganze, damit es noch eine gewisse Steifigkeit kriegt. Ne? Also auch das Verriegeln, das ist alles viel wertiger verarbeitet. Kostet natürlich auch das Doppelte. Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber es löst alles das, was das hier nicht kann. Ne? Das nutzt einem ein günstiges Stativ, wenn es Müll ist. Ne? Wenn man damit unterwegs ist, so wie ich in Vegas, und ich war mit dem Ding echt unzufrieden. Ich denke, oh nee, für so Lampen halten ist das okay, aber für unterwegs als Reisestativ eher ungeeignet. Also das ist einfach zu flatterig, der ganze Kram. Das ist keine hochwertige Qualität. Ne? Insbesondere, wenn man da schwere Sachen raufschraubt. Also wenn ich auf das Ding hier die Kamera hier raufschrauben würde, das kann man komplett vergessen. Dafür ist das einfach nicht geeignet. So. Also, dieses Stativ. Das, vor allen Dingen ist das alles schön, schön klein und kompakt. Das muss ich jetzt mal anziehen. So, ist alles schön klein und kompakt. Und es lässt sich schön klein und kompakt zusammenfalten. Und ihr seht hier auch noch das Logo. GoPhoto steht da drauf. Aber nicht die genaue Artikelbezeichnung. Das GT2 ist es ja. GoPhoto. Und so sieht das Ganze aus. Also unspektakulär, wie einfach so ein normales Stativ so aufgebaut ist. Zu den Details komme ich nachher noch. Also das ist so, hat so das Übliche. Aber das ist alles von der Verarbeitung her, wie ich es von GoPhoto kenne. Also da kann man echt nicht rummusern. Und wie gesagt, der ganze Klappmechanismus ist toll. Das Ausziehen der Beine ist toll. Also und vor allen Dingen, es steht stabil. Da flattert nichts, da klappert nichts. Also genau das, wonach ich gesucht habe. Für 29,99 Euro. Und ich könnte auch noch, wenn ich will, ein Smartphone adaptieren. Was hat dieses Stativ an Features? Es ist erstmal ein Reisestativ. Man sieht es auch schon. Wenn wir die beiden Modelle vergleichen. Das hier ist das GT1. Das ist schon eher für den stationären Betrieb. Und das ist dieses Reiseteil davon. Man sieht es auch schon an den Abmessungen hier. Es ist deutlich kompakter und auch deutlich leichter. Es wiegt 600 Gramm, also es wirklich trägt nicht auf. Und das Schöne ist, man kriegt das in den Rucksack rein. Das passt in den Rucksack. In meinen Standardreiserucksack. Und natürlich auch einen Koffer in eine Ecke. Also das sieht jetzt größer aus, als es ist. Hier könnt ihr so ungefähr ahnen, wie von der Stirnseite, wie viel Platz das Ding wegnimmt. Das ist echt nicht viel. Passt schon. Und wie gesagt, leicht. Ne? Trägt also nicht auf mit 600 Gramm. Das ist schon eines der leichteren. Das ist also wirklich ein kompaktes, leichtes Reisestativ.
was diesen Namen meiner Meinung nach auch verdient. Weil das kann man auch für die Reise nehmen, aber das ist einfach zu groß. Gerade wenn es so interkontinental geht. Also da würde ich mich damit nicht belasten. Es soll leicht sein, einfach sein und nicht nerven. Das Teil genau das, wonach ich mich immer gesehnt habe, wo mir das, wie gesagt, zu groß war und das hier zu müllig war, habe ich jetzt genau das, was ich brauche. Das ist mein Las Vegas Reisestativ oder mein Auslands-USA, mein neues Auslands-USA-Reisestativ. Ja, also als Reisekamerastativ wird das Ganze auch bei GoFoto bezeichnet. Hat eine gummierte Aufnahme, dass die Kameras, das sieht man hier vorne, komme ich nachher nochmal im Detail, zeige ich euch das. Hier oben, wo man die Kamera anschraubt, das Gummi drauf, dass man die Unterseite der Kamera nicht zerkratzt. Der zum Beispiel meine Systemkamera hier, meine Olympus oder eben auch der hier. Man schraubt das hier an den 1/4 Zoll Gewindeadapter und die Unterseite bleibt kratzerfrei. Das finde ich auch schon sehr sympathisch. Haben aber im Grunde genommen alle besseren Stative, dass sie da so ein Gummi raufkleben. Ne? Also es gummiert, hat einen 1/4 Zoll, wie ihr seht hier diese Schraube, 1/4 Zoll Gewindeanschluss, wo man die Kamera heranschrauben kann. Haben auch alle Stative. Hat einen Smartphone-Adapter, wo man ein Smartphone reinpacken kann. Also hier, ich kann hier mal ein Smartphone nehmen. Und selbst hier so ein Monster-Smartphone hier wie mein fettes Realme könnte man da adaptieren, wie ihr seht. Zack. Ne? Schraubt man dann oben drauf und dann kann man da filmen, Fotos machen. Aber Fotos machen kann man auch sagen. Eher zum Filmen vielleicht ganz gut geeignet. Ne? Um wirklich ruhige Shots hinzukriegen. Ne? Oder ruhige Schwenks. Ne? Das kriegt man ja sonst von Hand nicht hin, trotz Stabilisation. Aber man sieht es, dass das Bild elektronisch stabilisiert wird in der Kamera. Das ist also nicht wirklich gut. Nichts gibt über ein gutes Stativ, was einen Schwenk angeht. Ne? Das liegt zusätzlich auch noch bei. Das finde ich ganz sympathisch und das ist auch nicht ganz so schrottig, dieses Teil hier. Weil ihr seht es hier, das ist nicht verklebt oder sowas, das ist alles verschraubt. Ne? Hier sind so Schrauben drin, seht ihr das? Und vor allen Dingen ist es auch gummiert, oben und unten. Zeige ich euch nachher im Detail auch noch, dass das Smartphone nicht beschädigt wird in irgendeiner Art und Weise. Dann ist es klappbar, 90% klappbar, ja logisch, klar. Ihr habt hier eine Kamera drauf. Ich mach's mal. Ich schraube hier mal die Kamera drauf. Und das wäre ja so der Normalzustand, sage ich mal. Und dann kann man das Ganze natürlich auch hochkant benutzen, dass man Hochkant-Shots machen kann. Ne? Zum Beispiel ein Hochkant-Foto oder wie auch immer. Ne? Oder ein Hochkant-Panorama oder was man halt so im Schilde führt. Also man kann die Kamera vertikal nutzen als auch horizontal. Und das Ganze natürlich auch noch mit so einem Knauf fixieren. Ne? Dass man nicht versehentlich, also dass man sie, seht ihr so, wenn ich sie nicht fixieren würde, dann wäre diese Geschichte locker. Aber das ist alles stabil. Ihr seht schon, genau, hier kann man es erkennen. Also da flattert nichts, ne, wenn ich das löse. Ne? Das ist alles stramm. Ne? Das finde ich auch gut. So, dann schraube ich sie mal wieder ab. Wie das nachher aussieht und so, das zeige ich euch nachher, wie gesagt, im Detail. Das ist jetzt nur erstmal die Übersicht. Also dieses Klappfeature. Und dieser Klappwinkel hier ist kein Müll. Der ist, wie man es von GoFoto kennt, auch wie ich es von dem anderen kenne, das ist von guter Qualität. Da flattert nichts. Ich habe hier einen, der flattert extrem. Dieses Billigding flattert auch extrem. Ja, das GT1 natürlich nicht. Und mein Profiteil auch nicht, ist klar. Ne? Und dieses kleine übrigens auch nicht. Das ist ja hier mein Tischstativ. Das hatte ich mir eigentlich auch für die Reise geholt. Das sollte eigentlich mein Reisestativ werden. Dann denke ich, naja, auf dem Tisch ist super. Das ist aber so ein Gorilla-Pott, finde ich da fast ein bisschen schöner. Für den Tisch ist das gut. Aber was ist, wenn ich draußen bin? Ich will mich nämlich auf den Fußboden legen, weil so hoch ist es denn ja auch nicht. Ja, und das will ich nicht mitnehmen. Also will ich das damit realisieren. Ja, klappbar, vertikal, horizontal hatte ich euch gezeigt. Wie viel Gewicht kann man hier raufflanschen? Bis 2 Kilo. Ist es geeignet? Okay, 2,5 wird das auch problemlos abkönnen, denke ich mal. Aber es ist spezifiziert bis 2 Kilo. Also 2 Kilo Kamera kann man da raufpacken. Ne? Also das ist schon anständig. Da kriegt man schon auch die großen Spiegelreflexsysteme, die fetten Klopper, die kriegt man da auch raufgeschraubt, ohne dass das irgendwie in die Knie geht oder irgendwelche Probleme damit hätte. Gewicht 600 Gramm, das heißt also, es trägt nicht auf. Im Rucksack beim Wandern stört es nicht. Es ist, wie gesagt, klein, faltbar. Warte mal.
Es ist klein, faltbar und kompakt und eben, wie gesagt, auch leicht. Dadurch, dass es hier, das ist Metall, dadurch, dass es Aluminium ist. Also ein Aluminiumprofil, damit es auch eine gewisse Steifigkeit hat. Wobei es sitzen hier natürlich noch zwei Aluprofile drin, ne? Wegen der Teleskopverlängerung. Hier seht ihr. Ihr hört es aber auch schon vom Ausfahren her und vom Einfahren, dass das kein Müll ist. Ne? Auch hier, klar, wenn ich hier natürlich Gewalt anwende, kann ich das Profil natürlich ein bisschen verbiegen, aber das ist das Spiel, was hier vorhanden ist, ist kaum gegeben. Also es ist gut. Also alles hier passt genau. Das erwarte ich auch von einem Stativ für 29 Euro. Ne? Ist fast so billig, würde ich sagen. Ist fast so billig. Aber ich bin natürlich glücklich, dass ich es für 130 Euro geschossen habe. Ne? Also wie gesagt, 2 Kilo kann man da maximal an der Kamera draufpacken, 600 Gramm schwer. Diese Höhe, die ihr hier seht, das sind nur 42 Zentimeter, also 17 Zoll. 17 Zoll hoch, entspricht 42 Zentimeter. Maximale Höhe vom Fußboden bis das Max, was geht, wären 58 Zoll, das entspricht 146 Zentimeter. Kann man das Ding quasi nach oben bringen, um auf 146 cm Höhe die Kamera zu positionieren. Das finde ich, das ist eine anständige Höhe. Kleiner hätte es nicht sein dürfen, das ist hier weniger, deutlich weniger sogar. Und dadurch, dass es eben schon diese gewisse Grundhöhe hat und die Elemente, ihr seht es, schön wird sich ausfahren lassen und dann auch noch der Kopf sich ausfahren lässt, kriegt man da schon anständige Arbeitshöhen mit hin. Also 146 cm vom Fußboden bis zur Kamera. Das ist schon anständig. Man kann natürlich auch ein 360 Grad Panorama machen, also das Ganze hier oben ist schwenkbar. Besitzt hier sogar eine Lasche, wahrscheinlich damit man hier einen Benzel noch reinpacken kann und vielleicht das Stativ noch zusätzlich irgendwo sichern kann oder am Geländer sichern kann, gegen Umkippen. Ich habe keine Ahnung, jedenfalls ist hier nochmal eine Adaptierungsvorrichtung vorhanden, wo man, ich nehme an, Band durchziehen kann. Ja, hätte ich jetzt keine Anwendung für. Das steht auch so stabil. Ich zeige es euch. 360 Grad Panorama hatte ich gesagt, ne, dass man schön Panorama machen kann. Das Ganze läuft auch flüssig. Man kann es natürlich auch einstellen über diese Stellschraube, ob es leichtgängig gehen soll. Es ist ja noch relativ neu. Es ist kein Spiel, es flattert nichts und es ist stramm. Und man kann es natürlich auch, wenn man das hier richtig festzieht, richtig verriegeln gegen versehentliches Verstellen, dass man nicht mehr schwenken kann. Wenn man es ein bisschen löst, kann man hier saubere Schwenks mit hinkriegen. Gerade wenn man Videografie durchführt, auch gut. Ja, hat eben hier diesen Drehgriff. Mit dem Drehgriff kann man sozusagen diese Vertikale einstellen. Wenn man den löst, seht ihr, geht es wesentlich leichter. Und durch das Anziehen wird es immer schwerer. Zieht man noch ein bisschen doller, wird es noch schwerer. Dreht man noch ein bisschen weiter, noch schwerer. Also so kann man das quasi individuell einstellen, ja, wie viel Gegengewicht sozusagen vorhanden sein soll. Wie viel Spannung auf dem System hier ist. Ist eben ganz leicht. Aber da besteht natürlich die Gefahr, wenn man eine schwere Kamera hat, dass sie nach vorne überkippt. Ne? Insbesondere, wenn das Ding wahrscheinlich auch ein Jahr in Benutzung war. Sicherlich schleift sich das auch irgendwann ein. Also schon eine gute Geschichte. Man kann das auch benutzen. Klar, Smartphones. Das möchte ich euch auch nochmal schnell zeigen. Ich klappe das jetzt hier mal ab. Schraube es hier mal rauf. In zwei verschiedenen Varianten. Einmal unten, einmal oben. So, und jetzt habe ich den Smartphone-Adapter hier rauf geschraubt. Wartet mal. So machen wir es. Mit dem Smartphone kann man ja auch schon viele Sachen machen, aber aus der hohlen Hand. Niemals eine gute Idee. Jo, und dann kann man das auch wieder entnehmen hier. Und zieht hier oben einfach dran und nimmt es wieder raus. Also wirklich schon stabil und anständig. Ich schraube es mal wieder ab. Smartphones kann man darauf adaptieren. Natürlich Digitalkameras, Systemkameras, Spiegelreflexkameras. Das Ding würde ich ja nun auch schon als Kompaktkamera, schon fast nicht mehr ganz so kompakt, hochwertigere Kompaktkameras, normale Kompaktkameras. Also alles, was ein Viertel Zoll Gewindeanschluss hat, kann man hier drauf adaptieren. Also das ist schon nicht übel. Gut, das war's jetzt zu den allgemeinen Features. Wollen wir uns das Ganze mal im Detail angucken? Kommt mit runter auf meine OP-Fläche und dann gucken wir uns das Ganze nochmal im Detail an. Also ganz so spektakulär ist es nicht. Es ist halt ein normales Stativ. Aber ich muss euch doch ein paar Details zeigen, weil das fand ich schon nicht übel. Also das Ding
Das hat was, ne? Also das ist schon geil, ne? Das ist also, das hier ist ein Monster, ne? Vergleicht das nochmal. Schaut euch das mal an. Das ist deutlich kleiner, ne? Hier auch stirnseitig, ne? Von unten. Es ist deutlich kleiner und kompakter, ne? Hier kann man es ganz gut sehen. Klein und kompakt. Ach so, eine Sache muss ich euch auch noch sagen. Diese Füße hier unten sind natürlich gummiert. Und auch angeschrägt. Genau in die richtige Richtung, wenn man es auseinanderklappt, dass er einen stabilen Stand hat. Hat der andere natürlich auch so gummierte Füße. Das hier unten ist auch gummiert. Das finde ich auch wichtig. Und auch so angefasst, dass wenn man ihn ausklappt, dass er hier genau auf dieser Fläche steht. Sicher. Das funktioniert ausgezeichnet. Ja, schaut selbst. Zack. Ne? Und ihr hört schon beim Ausklappen, da klappert nichts. Wie das mit meinem anderen vergleicht, das Eingeklöter und Eingeklapper. Hier klappert nichts, alles läuft sauber. Man kann, wenn ich hier diese Ränder hier löse, kann man hier auch das Ganze in der Höhe noch oben bringen. Die ganze Ecke ist auch stabil. Also wenn ich das hier im unteren Bereich mal ein bisschen mit Kraft bewege, also das ist schon erstaunlich. Da flattert los. Allerdings fehlt ihm natürlich jetzt hier unten diese Führung, wo er hier vorne drin saß, als Stabilisation. Das heißt, wenn ich ihn jetzt wieder löse, wenn ich nach unten fahre, dann schnappt er hier unten wieder rein in diese Zwischenhalterung hier. Und da hat er dann natürlich auch noch mal ein bisschen zusätzlich Stabilität, das ganze System. Aber man kann es, wie gesagt, noch mal oben bringen, um es noch weiter zu übertreiben. Das geht natürlich auch. Und es dann festschrauben, um eben noch weiter in die Höhe zu kommen. Also ein flexibel operierendes System, was mir so ganz ausgezeichnet gefällt. Aber wie gesagt, dann einen endgültigen Eindruck bekommt ihr nur, wenn ihr euch das Ding mal im Detail anguckt. Und das machen wir jetzt. Bis gleich. Unten. Ja, meine lieben Freunde, hier ist es. Ich drehe es mal. Ich gehe mal ein bisschen raus mit dem Zoom. So. Und dann könnt ihr euch das nochmal im Detail angucken. Das ist schon ziemlich anständig. Hier unten, fangen wir erstmal auf der Unterseite an, sind diese gummierten Füße, die einen festen Stand haben. Zum Beispiel auf Felsen, auf Stein. Ja, im Sand wohl eher weniger, aber sonst sorgen für einen festen Stand. Das ist schon mal wichtig. Ein Stativ muss einen festen Stand haben. Bei meinem Billigteil sind das nur so Hartgummidinger und das ist Käse mit den Hartgummi. Es muss schon so ein bisschen gummiert sein. So, und dann kann man die ganze Geschichte natürlich so auseinanderklappen und dann hat man hier diese Teleskopbeine, die man hier so ausziehen kann. Eins, zwei und drei. Also die werden hier sozusagen verriegelt. Hier löst man das und hier verriegelt man das wieder. Und das funktioniert ganz gut. Anständig fest. So, ich mache mal alle drei wieder auf, fahre das wieder zusammen und klappe sie wieder zusammen. So. So kann man es auseinanderfahren, so kann man es auseinanderklappen. Das Ganze zeige ich euch nachher im Stehen. So, und den verriegel ich mal wieder, dass er hier nicht vielleicht ein bisschen rausgeht. So. Hier oben hat man solide Anker. Dann hat man hier diese Verriegelung hier, wie gesagt, um das Ganze noch weiter ausfahren zu können mit Anschlag. Also kann man nicht rausheben. Und dann kann man das, wenn man es nur so zur Hälfte haben will, hier wieder fixieren, damit es nicht runterrutscht. Das ist klar, sonst ist es ja wieder runterrutschen. Stellt die Höhe ein, zieht das hier fest und dann ist das bombenfest. Ne? So. Dann hat man hier natürlich seinen Schwenker, den man drehen kann. Je doller man zudreht, desto strammer wird das Ganze. Also so klemmt man die. Hier kann man das auch erkennen. Hier verklemmt man sozusagen diesen Schwenkmechanismus. Es wird immer schwerer, je weiter ich zudrehe. Es ist auch schon richtig heftig schwer. Und wenn man es aufdreht, wird es natürlich deutlich leichter, ist klar, ne? Also da kann man sich dann so seinen Widerstand individuell einstellen. Und man kann es natürlich auch nach rechts und links drehen. Und hier genau das Gleiche. Über diesen Drehknopf hier kann man das auch einstellen. Alles ohne Spiel. Wirklich solide. Also so gefällt mir das eigentlich am besten. So und so. Also da kann man dann schon schöne Schwenks mit hinkriegen. Das hier oben ist natürlich. Dieser Drehknopf ist die Aufnahme für den 90-Grad-Winkel,
für vertikale Aufnahmen und für horizontale Aufnahmen. Aber man kann es natürlich auch abschwenken, um zum Beispiel die Kamera leichter zu adaptieren. Das möchte ich euch auch mal zeigen. Hier wäre jetzt die Kamera. Und die würde ich jetzt hier raufschrauben. Dann nehmt ihr einfach die Kamera und schraubt über diesen Drehknopf hier unten. So, über diesen Drehknopf, den ihr hier seht, schraubt ihr die einfach fest. Ganz normal. So, zack, fest. Kann nichts mehr passieren. Und dann schwenkt ihr das Ganze wieder zurück. Und dann habt ihr, dann habt ihr eure Kamera in Position. Moment. So. Dann habt ihr eure Kamera so, wie sie sein soll. Genau. Seht ihr? Also alles einwandfrei. Kann ich das Display noch hochklappen? Ja, kann ich auch noch hochklappen. Wunderbar. Und da kann ich natürlich auch meine Systemkamera drauf adaptieren. Und abbauen genau das gleiche. Schraube wieder lösen. Kamera ab. Das gleiche kann man natürlich auch mit einer Actioncam machen oder eben, wie gesagt, mit seinem Smartphone. Muss ich nochmal gucken. Smartphone nach vorne gucken. Hier haben wir die Smartphone-Halterung. Übrigens, das Ganze hier oben ist geriffelt und gummiert. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, doch, seht ihr, ne? Hier ist eine gummierte Rifflung drauf. So, und dann kann man natürlich hier auch beigehen und das Teil in zwei Varianten, einmal hier und einmal unten, auch befestigen. Das hatte ich euch vorhin schon gezeigt. So, festschrauben. Durch die Gummierung ist es natürlich dann auch schön stramm. Und dann nimmt man sein Smartphone und klipst das hier einfach rein. Na, ihr könnt es natürlich auch andersrum drehen. Lass mal überlegen, wäre andersrum besser? Andersrum wäre eigentlich besser, ne? Ich mach das ja eigentlich mit dem Ding nicht so oft. Andersrum wäre besser. Warte mal, dann würde ich... Ja, so rum wäre besser. Pass mal auf, ich würde den so einklipsen. Und dann müsste ich den noch drehen. Lass mal überlegen. Ja, dann müsste man den noch drehen. Genau so. Das würde mehr Sinn machen, ne? Genau. Das würde hier mehr Sinn machen. Dann kann man nämlich das Smartphone ganz normal bedienen und hier filmen. Ja, ich glaube, so ist richtig, ne? Also alle Smartphone-Freunde wissen es schon. Das wäre die richtige Art und Weise. Ich mache sowas normalerweise überhaupt nicht. Deswegen habe ich es eben gerade falsch gemacht. Also so wäre der Smartphone-Einsatz. Alles andere wird ja keinen Sinn machen. Wenn dieser Steg hier vor dem Display ist, dann kann man es ja gar nicht mehr einstellen und wieder richtig bedienen. Ne? Also das wäre für das Smartphone. Naja, gut, wer es braucht? Wahrscheinlich die wenigsten. Ne? So ein Stativ werden wahrscheinlich nur Leute benutzen, die eine vernünftige Kamera haben. Also eher diese Fraktion oder eben eine Systemkamera. Für schon was Anständiges. Ne? Oder eine Spiegelreflexkamera. Aber finde ich ganz nett, dass sie das nochmal beigelegt haben, hier das Teil. Das ist natürlich auch gummiert, um eben, wie gesagt, das Smartphone, nee, da sieht man es ganz gut, das ist ein Gummi, und hier ist auch Gummi, um das Smartphone nicht zu beschädigen, ne? Dass man da keine Kratzer reinmacht. Und wirklich stramm, also das hält. Ne? So, jetzt würde ich sagen, lasst uns mal vorne hier auf meine Fläche gehen. Ich möchte euch mal zeigen, wie man das praktisch anwendet. Kommen wir nun zur praktischen Anwendung. Das ist jetzt das GT2. Und das wäre das GT1. Da seht ihr nochmal den Unterschied, den Größenunterschied. Das ist schon dramatisch. Also das ist eher für die Reise leicht. Und das ist schon ein bisschen größer. Das war ja erst angedacht als mein Reisestativ. Das ist einfach zu viel. Und das ist die Lösung für alles. Ein Reisestativ, leicht, kompakt und gut verarbeitet. Was macht man als erstes? Man klappt die Füße aus. Man löst diese drei Schnapper hier. Na? Fährt die Füße aus, 1, 2, 3, verriegelt die, beim nächsten Mal das gleiche, 1, 2, 3, verriegelt sie, beim dritten genau das gleiche, wenn man dann unterwegs ist, fährt die Füße aus, 1, 2, 3, klappt es aus und stellt es hin. Haut schon hin, hier sind diese drei Füße und stabiler Stand. Also das ist schon anständig. Also klar, durch die Länge ein bisschen flattern tut das,
Aber es ist nicht so flatterig wie andere Stative. Also das passt schon, wenn ich oben rumrüttel. Flattert es nicht rum, das ist eben das Entscheidende. Wenn ich hier oben dran rumrüttel, flattert nichts. Ne? Also ihr seht es hier mit der Hand. Das Stativ, wenn es steht, ihr seht es an meiner Hand hier, ich übe jetzt hier richtig Druck aus. Also das haut schon hin. Man kann das Ganze natürlich auch noch weiter in die Höhe bringen, indem man den noch weiter nach oben schraubt. Und ihr seht schon, ich bin 1,80 Meter, also 1,78 groß. Und bis zu dieser Höhe geht's. Also das ist schon sehr anständig. Wie viel wären das denn? Ich hatte gesagt 1,46, das kommt gar nicht hin. Ist das hier 1,46? Wohl mal vielleicht. Keine Ahnung. So, wie bringen wir jetzt die Kamera darauf? Ich nehme jetzt mal nicht die Kamera, mit der filme ich ja jetzt gerade, sondern die hier, sondern man klappt es hier einfach ab und schraubt es hier rauf, ganz bequem. Ist auch eine gute Arbeitshöhe. Klappt es wieder zurück, startet seine Kamera und hat hier seine Drehachse. Dazu gehe ich jetzt mal ein bisschen dichter ran. So, hier seht ihr das. Hier haben wir ja unsere Drehachse. Und hier haben wir die Schwenkachse. Und da kann man das alles ausrichten, wohin man es ausrichten will. Genau, wenn man es ausrichten will. Und ja, feuerfrei will ich einfach mal behaupten. Kann ich jetzt anmachen oder den Zoom noch weiter rausfahren. Seht ihr? Das 40-fach optische Kanonenrohr. Also ganz, ganz wunderbar. Oder eben Selfie-Bonus. Ne? Jo. Aus. Und das Deinstallieren geht genauso einfach. Hier an den kleinen Knopf drehen. Kameras ab. Fertig. So, und nun schauen wir uns mal an, wie ich es wieder zusammenlege. Fahre das wieder runter. Klappe das wieder zurück. Klappe das hier ein. Und nehme die Füße. 1, 2, 3. Nehme die drei Dinger hier. Verriegel die. In den nächsten 1, 2, 3. Verriegel die, nimm den, 1, 2, 3, verriegel sie und fahr den sozusagen hier in eine Parkposition. Und dann haben wir das Ganze wieder schön kompakt zusammengelegt. Das ist alles. Einfach in der Bedienung, stabil, praktisch, leicht und passt im Rucksack. Das möchte ich euch auch beweisen. Ich hole mal schnell meinen Rucksack. So, hier habe ich jetzt meinen Rucksack. Und hier hängt das Stativ dran. Das könnte ich dann seitlich ranhängen, wenn ich unterwegs bin am Wandern. Und könnte es natürlich auch bequem wieder entfernen. Dazu öffne ich hier den Verschluss. Und dann habe ich mein Stativ wieder. Zack. Man kann das natürlich auch in den Rucksack reinpacken. Man muss es ja nicht draußen hängen haben. Dann packt man das einfach in den Rucksack rein. Und ihr seht schon, es verschwindet im Rucksack. Also weitestgehend. Und hier. So. Es verschwindet im Rucksack. Und das ist kein großer Rucksack hier. Also, ihr seht, ich kann ihn auch zumachen. Mach's auch mal. Es ist dann weg. Und wenn ich es brauche, unterwegs, mache ich den Rucksack auf und habe mein Stativ. Das ist mit dem anderen gar nicht möglich. Ich zeige euch das nochmal mit dem GT1. Und das war eben der Hauptnachteil. Das war ja angedacht als mein Reisestativ. Guck mal, was das für ein Monster ist. Das ist jetzt unten. Und dadurch, dass es so groß ist, steht es immer noch über. Ich muss den Rucksack einmal auflassen. Also, und das ist auch Gewicht. War vielleicht ein Fehlkauf. Wobei ich das natürlich auch hier gerne benutze. Das ist natürlich jetzt genau das Richtige, was ich brauche. Also entweder hier seitlich oder im Rucksack. Hier habe ich noch was drin hier. Eine ISO-Decke. So, die nehme ich jetzt mal raus. Und wie gesagt, verschwindet im Rucksack. Ihr seht, wie viel Platz das nur frisst. Also eigentlich gar nicht. Zumachen. Stativ. Braucht das Stativ. Öffnen. Rucksack auf. Stativ rausholen. Zack.
So einfach ist das. Zurück auf die Couch. Meine lieben Freunde, hier sind wir wieder auf der Couch. Ihr sucht ein cooles Stativ für die Reise. Ich wiederhole mich, ich weiß. Ja, damit macht ihr nicht viel falsch. Dieses Stativ, das Modell GT2 von GoPhoto, erfüllt alles das, was das GT1 zu viel hat. Also das ist aufs Wesentlichste reduziert, aber trotzdem stabil. Das ist eben das Entscheidende. Also das macht einen wertigen Eindruck. Das ist alles Alu hier, der ganze Kram. Profiliert, wie man es von den GoPhoto-Produkten kennt. Also wirklich toll und eben nicht zu riesig. Also fällt überhaupt nicht auf, kriegt man den Rucksack und hat immer eine schöne Stativlösung dabei, die nicht wehtut und die nicht im Urlaub nicht nervt. Das ist, darauf kommt es ja an, das ist ja das Entscheidende. Also ganz, ganz toll. Von mir bekommt das Teil wirklich, ich möchte was sagen, 2 Daumen nach oben. Ich habe das natürlich auch hier mit meiner Systemkamera natürlich gleich als erstes ausprobiert. Funktioniert genauso gut. Glaubt es mir einfach. Wirklich solide und ihr hört es auch schon. Hier klappert nichts, hier klödert nichts, hier flattert nichts, das ist alles starr. Das ist alles gut verarbeitet, der Klemmmechanismus ist gut. Das war aber bei der GT1 schon genauso. Also das ist sozusagen das Leitmodell. Also wirklich ganz, ganz ausgezeichnet und vor allen Dingen eben schön klein. Das gefällt mir daran eben so gut, dass das Ding eben so eine geringe Bauform hat. Ne? Also wirklich GoPhoto, wirklich eine gute Geschichte. Ja, wirklich GoPhoto. Ne? Also kann ich euch empfehlen. Also wenn ihr ein gutes Reisestativ sucht, seid ihr mit dem Teil echt gut bedient. Das Teil wird mir in Kürze in den USA sicherlich gute Dienste leisten. Und das andere hier, das was hier drin ist, wir können das ja nochmal vergleichen. Hatte ich das schon gemacht, dass ich sie beide nebeneinander gehalten habe? Ich glaube ja. Nee, hatte ich nicht. Das ist das, was ich sonst immer dabei hatte. Das ist leider Scheiß, ne? Also alles klöderig und guck mal hier, das löst sich ja alles. Das lässt sich nicht vernünftig klemmen hier. Also weiß ich nicht, das macht keinen soliden Eindruck. Ich meine, klemmt auch, aber löst sich von alleine schon wieder. Also da sieht man schon mal den Unterschied in der Verarbeitung hier auch. Das wollte ich jetzt gar nicht. Das darf nicht passieren, sowas. Wenn das verriegelt ist, muss das auch fest sein. Da darf man nicht mit dem Finger gegenschlipsen und dann löst sich das von alleine. Ne? Also das ist alles flatterkacke auch hier. Hier seht ihr das schon und hier hört ihr das auch schon, dass das alles klöderig ist, obwohl das auch ein bisschen profiliert ist, ne? Aber die Spaltmaße sind alles scheiße und das ist alles ein Burks, ne? Ja, wer billig kauft, kauft zweimal. Das habe ich hiermit getan. Also weiß ich nicht, wofür man das noch gebrauchen kann. Es ist jedenfalls im Urlaub bei mir durchgefallen. Ich fand das Handling scheiße, das ist unsicher und es steht nicht stabil. Und wenn es windig ist, dann flattert das alles und das kann man komplett knicken. Und in Canyons möchte ich das Ding gar nicht benutzen. Wahrscheinlich, wenn ich es 5-mal benutze, fällt mir das komplett auseinander. Also Schrott, ne? Und das ist hier echt eine andere Hausnummer. Ich habe es gehofft. Man kann es zurückschicken, wenn es einem nicht mehr gefällt, ne? Aber das will ich nicht zurückschicken. Das gefällt mir ausgezeichnet, ne? Wirklich toll. Kann man natürlich auch als Tischstativ benutzen, dadurch, dass es so klein ist, ne? Kann man dann auch auf den Tisch stellen. Also hier zum Beispiel hin. Und ja, also als etwas größeres Tischstativ wäre es auch geeignet. Dadurch, dass es eben nicht zu hoch ist, ne? Ich glaube 40 cm von hier bis da und 46 von da bis da im zusammengeklappten Zustand. So rutscht er natürlich ein bisschen runter. Wenn ich ihn jetzt hier hinstelle, ausgeklappt und jetzt zusammengeklappt und hinstelle, seht ihr schon den Größenunterschied. Er sackt ein bisschen ab. Dadurch, dass natürlich, wenn die Beine auseinander gehen, geht er natürlich einen Tick runter, ne? Jo, also ihr merkt ja schon, Anpassqualität. Tolles Teil. 29,99 €. Link natürlich wieder, wie üblich, unter dem Video. Schaut es euch an. Das ist brandneu im Markt. Das gibt es wohl noch nicht ganz so lange. Und würde ich sagen, dafür, dass es brandneu ist, ist es genau das, was ich haben will. Was ich eben noch nicht rausgefunden habe, ist dieser Haken hier, diese Öse. Aber ich nehme an, da kann man wohl ein Band reinziehen. Vielleicht noch am Rucksack irgendwie festschäkeln. Ne? So würde ich das vielleicht machen, ne? Dass ich dann noch ein Band, wenn ich es außen nutzen würde, würde ich sie ja nicht nur hier runterklemmen,
sondern würde ich wahrscheinlich hier ein Band nehmen, zusammenknoten und die Schlaufe würde ich mit meinem Karabiner nochmal zusätzlich sichern, dass das zusätzlich noch am Karabiner ist, nicht, dass ich wandern gehe und verliere das Teil unterwegs. Das merkt man wahrscheinlich gar nicht, weil es eben so leicht ist. Ne? Also toll. Ne? Mein neues Reisestativ. Ich möchte es euch nochmal zeigen. Das wollte ich ja für die Reise mitnehmen. Finde ich fast auch ein bisschen klobig. Das wiegt, glaube ich, sogar noch. Das wiegt sogar noch mehr als das hier. Also ich glaube, die sind beide identisch schwer. Ne? Das ist natürlich auch super, ne? Als Tischstativ. Ne? Habe ich euch auch mal vorgestellt. Das ist rein für die Anwendung Tischstativ. Aber für was anderes kann man es eigentlich nicht so gebrauchen. Für die Reise, wie gesagt, das Ding, das GT1, für Interkontinentalreisen auf der anderen Seite der Welt sozusagen, ist es zu umständlich und zu groß. Das ist wirklich für die absolute Profi-Anwendung. Das ist einfach zu schwer. Das wiegt endlich ein Kilo. Und das ist genau das Zwischending. Ne? Es ist nicht zu klein. Es ist nicht zu groß. Es ist nicht zu schwer. Es ist schön leicht. Und es ist gut verarbeitet und stabil. Ja, das nenne ich mal Reisestativ. Für kleines Geld. Ne? Für unter 30 Euro. Also 29,99. Kann man nicht rummosern. Astran hat alles das, was es haben muss. Also genau das, worauf ich stehe. Praktikabel, das Ding. Ja, also habe ich euch das mal zu Gemüte geführt. Also für jeden, der eine Kompaktkamera hat, eine Systemkamera, so wie ich, oder eine Spiegelreflexkamera und auf Reisen geht und das mitführen will, nicht mitschleppen, sondern mitführen, dadurch, dass es eben so extrem leicht ist, ist es nicht schwerer als so eine Flasche hier. Wie eine Wasserflasche, eine 500 Milliliter Wasserflasche. Die wiegt dann mit der Flasche selbst ein bisschen über 500 und das Ding wiegt gerade mal 600 Gramm. Also stellt euch das vor, die Flasche ist gefüllt, vom Gewicht her habt ihr das auch in der Hand. Also wie eine halb Liter Wasserflasche. Also tut nicht weh. Stört überhaupt nicht unterwegs. Ast rein. Habe ich euch das auch mal vorgestellt, das werde ich mitschleppen in die USA. Mit führen in die USA. Schleppen kann man da ja, von schleppen kann man da ja nicht reden. Und würde ich dann natürlich auch einsetzen, wenn denn der entsprechende Content aufgenommen werden muss. So, habe ich euch nochmal eine Reisestativempfehlung gegeben. Und wie gesagt, das ist auch dabei für die Smartphone-Freunde. Aber ihr habt schon gemerkt, wie briesig ich da war. Also wirklich, das ist ja klar, logisch. Von hinten, zack. Das kommt von hinten ran. So, und dann macht ihr das an, das Smartphone. Genau, dann macht ihr das Smartphone an und dann könnt ihr dann, Kamera, so, und dann könnt ihr, wie ihr seht, hier Vollgas geben, ne? Und eben eure Videos machen, ne? Also, so macht's doch Sinn. So macht's doch Sinn, ne? Und hier sind ja die Kameras. Aber ihr seht schon, wie riesig ich da teilweise bin, dass ich da echt keine Peilung von habe. Weil ich benutze das Smartphone, ja, für Schnappschüsse okay, aber mit Fotos, das kann man vergessen. Was das Smartphone da teilweise an Fotos fabriziert, finde ich persönlich nicht so toll. Kommt im Leben nicht an eine Systemkamera ran. Auch natürlich nicht an eine gute Kompaktkamera. Das kann die einfach besser, ne? Insbesondere 40-fach optischer Zoom. Ne? Da kann man bis auf den Mond drauf zoomen. Und den Knackscharf abbilden. Das ist also wirklich verrückt, ne? Was man heute alles mit vernünftigen Kameras machen kann. Ne? Da werden die Smartphone-Kameras kommen beim Leben nie ran. Ne? Also jedenfalls die nächsten 10 Jahre, sage ich einfach mal so. Ne? Und dann kommt natürlich noch die Sensorgröße dazu. Ne? Rauschfrei und. Ne? Bis ISO 6400. Ne? Das ist also wirklich verrückt. Ne? Ja, habe ich sonst noch irgendwas? Nee, habe ich nicht. Habe ich euch mal meine ganze Stativsammlung hier vorgestellt. Also das benutze ich jetzt höchst selten, dieses ganz schwere Teil. Hin und wieder nutze ich schon. Was ich hier zu Hause oft benutze, ist eben das GT1, auch von GoFoto. Steht das hier auch irgendwo drauf? Ja, steht das sogar drauf. GoFoto G1, das ist auch ein schönes Ding, aber es kostet 50 Euro. Ne? Ist es auch wert. Das ist also echt ein tolles Stativ, aber eben ein bisschen zu groß. Passt nicht in den Rucksack rein. Habe ich nicht dran gedacht. Ich habe das nämlich letztens erst ausprobiert. Ich denke, passt das Riesending eigentlich in den Rucksack rein, wenn ich unterwegs bin? Ja, aber wird oben rausgucken. Das finde ich blöd. Und das Ding eben von der Größe her habe ich vor der Bestellung habe ich gemessen im Rucksack. Ich denke, ey, wunderbar. Das passt genau in den Rucksack rein und auch außen ran.
Also sowohl als auch und dadurch und schön leicht. Und dadurch ist es meine neue Nummer 1 auf Reisen. Ja, das passt wirklich in die kleinste Ritze und in die kleinste Ecke rein. Im Reisekoffer, und das kommt, wandert dann nachher in Vegas nachher in meinen Rucksack, wenn ich unterwegs bin. Nachts zum Beispiel oder sowas. Da kann man ja auch tolle Aufnahmen mitmachen. Nicht aus der hohlen Hand. Kann man auch. Könnte ich auch mit der hier. Also nachts ist die, macht die auch gute Aufnahmen. Aber wenn man perfekte Aufnahmen haben will, immer ein Stativ benutzen, Leute. Nutzt immer ein Stativ. Und vor allen Dingen löst nicht von Hand aus. Nehmt den 2 Sekunden Selbstauslöser. Nicht, dass ihr unter Umständen noch verreist. Ne? Und dann müsst ihr eben gucken, wie, nicht, dass er durch den Verschluss sozusagen auch noch ein Wackel noch mit reinkriegt, unter Umständen bei einer Langzeitbelichtung. Und das kann man ja auch alles in der Kamera einstellen. Ne? Kann man mit dem Smartphone alles nicht machen. Ne? Mit diesen Pille-Palle 10 € Sensoren, die da verbaut sind. Ja, also mein Segen hat das Teil. Ja, ich kann mich gar nicht beruhigen. Ne? Ich finde das Ding echt niedlich. Ne? Also das macht mir echt Spaß. Ne? So eine, also wenn das auch nicht klappert. Ne? Ich mag so Sachen, die solide verarbeitet sind. Ne? Also schon erstaunlich, was die Chinesen, was die so teilweise bauen. Aber ihr habt ja gesehen bei dem anderen Teil, ey, die bauen auch echt viel Müll. Ne? Da finde man eine Firma, die es anständig macht. Und da ich ja mit GoFoto sowieso schon mit dem GT1 sehr, sehr zufrieden bin und das hier auch in der Bude oft benutze, übrigens das letzte Mal, wo ich das GT1 benutzt habe, also das hier, war für meinen internationalen Führerschein, für die Passfotos, die ich gebraucht habe. Ich habe meine Passfotos selbst gemacht von der Rauffaserwand. Da habe ich das Stativ letzte Woche erst im Einsatz gehabt, um mir meine eigenen Passfotos zusammen zu basteln. Hat sogar geklappt, aber war auch ein kleines Abenteuer, meinen internationalen Führerschein zu bekommen. Ich bin hier schon wieder am Rumbasteln. Jugend forscht, ne? Okay. Jo. Mach ich nach dem Video weiter. Forsche ich nach dem Video weiter. Nee, nach dem Video werde ich mich jetzt erstmal rasieren. Ihr werdet euch wahrscheinlich auch denken, ey Pelle, siehst aus wie ein Heckenpenner. Ja, normalerweise hätte ich mich gestern rasieren müssen, hatte aber keine Lust. Das werde ich heute machen, also jetzt nach dem Video, werde ich mich nochmal schick machen. Also habt ihr mich mal mit den Zustand des Vorrasierens gesehen. Also ein bisschen verwachsener Perle. Aber ich werde nachher wieder hübsch sein. Ne? Also der ganze Dreck hier kommt nachher runter. Dann mache ich mich wieder schick. Weil ich übermorgen zum Zahnarzt muss, kriege ich ja meine neue Knirschiene. Also zumindest machen sie Abdrücke für die neue Knirschiene. Und habe die Zahnreinigung. Ja, gönnen wir mal eine Zahnreinigung. Junge, mit der Fräse. Keine Katastrophe, aber so alles technisch in Ordnung, ne? Also beißtechnisch. Und dank meiner Knirschiene hat sich die Situation noch nicht verschlimmert. Also alles gut mit der Fresse. Plus eben, ich muss mal eine Zahnreinigung machen lassen, hat er gesagt. Zahntaschen, bla. Zahnfleisch, Taschen, Dingsbums. Das sind da der ganze, was bildet sich da? Zahnstein, ne? Damit der ganze Zahnstein daraus gefräst wird, ne? Und dann die Zähne mal richtig, richtig abschrubbern und abpolieren und sowas. Ne? Das ist alles ein bisschen, dass die Zähne halt technisch ein bisschen sauberer sind. Ne? Also er hat mir hier nur den Zahnstein hier vorne gemacht. War auch nicht so unbedingt so super viel. Hier ein bisschen Zahnstein und der ganze Rest, das macht der Zahnarzt einfach nicht mehr. Da sagt er immer so alle 3 Jahre, sagt er, war der Akku doch gerade leer. Der mein Digibuddy billig Akku. Na, so billig war er auch nicht mit 8 €. Aber im Vergleich zu dem Akku hier, der hier drin ist, hier in der, war das echt ein Schnäpper. Ne? Hier, das sind diese komischen Sonderakkus hier, das ist jetzt der Original Ken, der kostet glaube ich 50 €, wenn man den kauft. Die nehmen doch Pillen. 50 €. Ich habe mir jetzt einen für, ich glaube, 23 € bestellt als Nachbau. Funktioniert auch prima. Wie lange er funktioniert, werde ich ausprobieren müssen. Aber passt schon. Ne? Also ich bin mit den Nachbau-Akkus bin ich eigentlich immer sehr, sehr zufrieden. Das ist ja hier auch ein Nachbau von meiner Olympus für 8 €. Ne? Ich weiß nicht, was so ein Olympus-Akku neu kostet, glaube ich auch für einen Fuffi oder sowas. Würde ich nie ausgeben, 50 € für so einen Akku. Kaufe ich mir für 8 € ein. Und wenn der dann nur 75% der Zeit hält, die der Originalakku hält, dann hole ich mir 9 für 8 €. Das ist überhaupt gar kein Problem. Bloß die Dinger sind nicht geschützt. Das ist schon mal ganz gut. Olympus macht es im Unsinn nicht. Ne? Das macht es den Fälschern natürlich leicht, ähnliche Akkus, also identische Akkus herzustellen. Und hier wird es ein bisschen schwieriger, weil da eben Schutzelektronik drin ist, wo die Kamera mal abfragt, bist du ein Original? Ne? Aber das fälschen die Fälscher auch. Also deswegen, es bringt eigentlich nichts. Macht die Akkus nur halt ein bisschen teurer. Ne? Ich glaube, ja, 23 € für den Reserve-Akku. Ne? Krank. Funktioniert aber auch. Wie lange muss ich gucken? Der hier durch meine Videovisiererei hier, die heizen sich ganz schön auf. Mann, ganz schön Temperatur.
Jo, bin ich mal gespannt. Auch hier, was meine Vlogging-Kamera angeht. Meine neue Full HD dann mit 60 Frames und bildstabilisiert. Toll. Eine große Improvement zu der Kamera, die ich vorher hatte. Und auch tonal ist das Ding deutlich besser als meine SX300, was war das, 230 oder 270 oder keine Ahnung, was hatte ich sonst immer? 270. Ich glaube, die SX270 HS, so hieß das Teil von Canon. Jetzt muss ich es genau wissen. Moment. Hier habe ich sie. Ja, SX270 HS, seht ihr? Ja. Die Kamera. Aber da muss ich ja mal ein bisschen schummeln. Bin ich ja auch schon im Schummelmodus. Lass mal gucken. Ja, da bin ich auch im Schummelmodus, seht ihr? Wo ich den einen Pin abgeklebt habe. Für die Videos halt, ne? Wenn ich den nämlich entferne und hat Kontakt, sagt der Akku leer. So ein Quatsch, ne? Und wenn ich, in dem Zustand mit dem vollgeladenen Akku kann ich 1,5 Stunden Video machen. Dann schaltet er nachher auch irgendwann ab, wenn er leer ist. Dann weiß ich, dann ist er auch wirklich leer. Funktioniert ausgezeichnet, weil das ist ein Serienfehler bei der Kamera. Hat die hier nicht. Also hier kann ich ganz normal meine Videos machen. Habe ich schon ausprobiert. Hier kann ich ganz normal, der hier von Peter, ganz normal Videos machen, meine Vlogging-Sachen. Und vor allen Dingen, ich muss nicht so filmen und hoffen, dass ich im Bild bin, sondern ich sehe immer, wo ich bin und was die Kamera gerade in dem Moment filmt. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil, dadurch, dass man das dann immer direkt sieht, was man gerade aufzeichnet. Das ist natürlich eine schöne Geschichte, wie ihr seht. Also ihr seht quasi jetzt auch, was sie aufzeichnen würde. Und hat noch einen 5-Achs-Bildstabilisator mit eingebaut. Das ist natürlich auch cool. Die hat zwar auch so eine Art Stabilisierung, aber die taugt nicht so viel. Da merkt man schon, dass das Ding ein bisschen jünger ist. Ich glaube 2017 kam das Ding im Markt. Ist auch schon wieder 4 Jahre alt. Aber das macht die ja nicht schlechter. Dadurch. Hat alles, was sie haben muss. Also für Vlogging vielleicht sogar schon so ein bisschen überkandidelt. Das ist auch eine schöne Kamera hier, das kleine Ding hier. Jo, die ist auch klasse. Aber die schicke ich jetzt in Rente durch die neue von Peter. Die werde ich natürlich benutzen im Urlaub. Ich könnte natürlich meine Videos auch mit der hier machen. Aber ich denke mal, mit der anderen ist es ein bisschen angenehmer. Jo, meine lieben Freunde. Falls man Stress hat, kann man ja immer so ein bisschen noch Fingertraining machen. Ja. Diese beiden Sachen liegen bei. Link unter dem Video. So, und jetzt höre ich auf. Perle muss ich rasieren. Und das mache ich jetzt gleich. Jetzt räume ich hier gleich auf. Dann rasiere ich mich. Und nächste Woche sehen wir uns wieder zum USA, ich glaube 5.0 Vorbereitungsvideo. Das wird lang. Da muss ich euch eine ganze Menge erzählen. Es hat sich eine ganze Menge verändert. Und ja, es ist alles deutlich komplizierter geworden. Aber so kompliziert nun auch wieder nicht. Aber man muss halt auf ein paar Sachen achten. Auch was die Reise... Auslandsreise, Krankenversicherung angeht und. Also da muss man echt vorsichtig sein, gerade in der heutigen Zeit, dass man da nicht auf die Nase fällt. Mit der Einreise darf ein paar Kleinigkeiten achten. Ich werde das Ganze natürlich auch mit der Kamera hier, mit meiner Vlogging-Kamera dokumentieren. Eventuell auch die Abholung mit dem Maxe vom Strut, der da auf mich wartet, steht da mit seinem Tablet, wo mein Name drauf steht. Und bin ich mal gespannt, was es denn wird, ob es eine Großraumlimousine wird oder eine Stretch-Limo. Eine Stretch-Limo wäre natürlich das Allercoolste, wenn ich mit der fetten Status für Stretch-Limo da abgeholt werde. Ich glaube, die haben noch eine. Das würde mich natürlich freuen. Aber ich meine, mit so einem Cadillac hätte ich natürlich auch keine Sorgen. Mit so einem fetten Caddy. Ein Schock natürlich auch. Und schon wieder 50 Dollar gespart, um ins Hotel zu kommen. Oder eben, ich weiß nicht, was jetzt der Shuttle-Service kostet, sonst habe ich immer 12,50 für einen Shuttle bezahlt. Das ist aber kacke und insbesondere auch in Pandemiezeiten vielleicht nicht ganz so schlau, mit einem Shuttle mit 10 Mann da drin in diesem engen Shuttle-Bus zu sitzen, die dann so die Hotels abklammern, wo man 1,5 Stunden unter Umständen in den Shuttle-Bus sitzt. Das dauert ewig und es nervt einfach. Das ist Chaos. Deswegen habe ich in den letzten Jahren immer ganz gern auch mal ein Taxi genommen. Das kostet dann halt ein paar Mark, also zwischen 35 und 50 Dollar war das so ziemlich alles drin. Je nachdem, was an Verkehr ist, wie lange das dauert und. Und dann fahren sie ja meistens immer über die Interstate. Das war die längere Strecke, kostet ein bisschen mehr, aber es ist in der Regel auch schneller, weiß ich ja. Als wenn man zum Beispiel über die Paradise fährt. Weil Paradise dauern Ampeln und immer, wenn man an der Ampel steht, der Taxameter läuft. Also es ist echt ein teurer Spaß geworden. Und das ist nun jetzt das letzte Mal 2,5 Jahre her. Und die Preise sind saftig gestiegen. Also ich glaube gar nicht, dass ich für 50 Dollar in Stratosphäre heute kommen würde. Mit dem Taxi. Deswegen bin ich auch ganz happy, dass der Stratosphäre mich da VIP-mäßig abholt. Das wollten sie ja auch schon 2019, wo ich mit Anja drüben war,
wollten sie mich auch abholen. Aber da war mein Horst ja dummerweise, wo ich ja geantwortet habe, war mein Horst dummerweise im Wochenende. Ne? Also kurzfristig nicht erreichbar. Und privat anklingeln, ich habe ja ihre private Nummer, privat anklingeln, wie so ein Scheiß mache ich nicht. Ne? Und da sind wir dann, glaube ich, mit dem Taxi gefahren. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, ja, wir sind wohl, glaube ich, mit dem Taxi gefahren. Dann ist das halt so. Ne? Und das geht auch. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Das wird wieder lustig und spannend. Und ich habe auch wieder viele, viele verrückte Ideen für Las Vegas. Also einige denken ja immer so, oh, 3 Wochen in Vegas rumhängen, Katastrophe, das nervt und sowas. Ja, es kommt drauf an, was man da macht. Wenn man ganz im Zimmer liegt und um 8 Uhr abends, so an ihr technisch, ins Bettchen gehen muss, dann ist das natürlich alles scheiße. Ne? Aber wenn man da natürlich viele gute Ideen hat, man kann sich da so viele tolle Sachen angucken und die Zeit, die läuft. Ne? Und in Vegas, wie gesagt, ich habe ja einen eigenen Ordner schon, was ich da unbedingt noch in der Gegend, in der äußeren Gegend von Las Vegas, in der Peripherie, da gibt es auch tolle Ecken, ne? Wo man gut längs stiefeln kann, wenn es dann nicht zu heiß ist. Wenn es dann da 45 Grad, also ich glaube ich nicht, ne? Zu meiner Zeit wird es da wohl nicht, hoffentlich nicht 45 Grad heiß sein. Aber wenn es da 30, 35 Grad ist, also wunderbar, dann geht man, dann kann man da schön tagsüber spazieren gehen oder nachmittags oder sowas und dann da so die Gegend erforschen. Gibt es tolle Ecken. Und je nach Lust und Laune würde ich die dann auch mal unter die Lupe nehmen und natürlich auch ein paar Tagesausflüge machen. Das ist auch klar. Wohin es geht, weiß ich noch nicht so genau. Und auf jeden Fall an Lake Mead, da bin ich auch schon überlegen, mir vielleicht da wieder den Nationalparkpass zu kaufen, weil ich plane denn, wenn das dieses Jahr ja gut klappt, plane ich natürlich im Herbst noch eine zweite Reise in die USA. Vielleicht auch wieder mit Abstechern, wo ich dann mal eine Woche unterwegs bin. Also mal schauen. Aber ich halte es auch in Vegas ganz, ganz gut aus. Habe ich überhaupt keine Sorgen mit. Also ist nicht so, dass mir da langweilig wird. Ne? Ja, Perle wieder auf Mission sozusagen. Auf Mission VIP. Das wird wieder extrem spannend. Habe ich auch riesen Bock drauf, insbesondere weil ich ja eben so schon so lange nicht mehr da war. Ne? Und in 2 Jahren oder 2,5 Jahren endet, das sind ja so 2,5 Jahre, wenn ich jetzt losfahre, 2,5 Jahre her, ändert sich doch eine ganze Menge. Und das wird oberspannend. Das wird wieder richtig geil. Hoffentlich auch nicht richtig teuer, ne? Weil da alles richtig viel Geld kostet. Da will ich euch auch noch ein paar Adressen sagen, wo ihr richtig günstig essen gehen könnt. Steak essen für kleines Geld, für $5.99. Ne? Findet ihr nirgends in Las Vegas. Das sind so kleine Geheimtipps, die ihr dann vom Perle dann erfahrt. Ne? Aber das werde ich euch vor Ort dann auch alles zeigen. Ne? Ihr knallt weg. So, haut rein. Bis zum nächsten Video. Nächste Woche, wie gesagt, USA 5.0 müsste das schon diesmal sein. Also der 5. Teil, USA Reisevorbereitungsvideo. Das wird bestimmt auch wieder für viele von euch sehr, sehr interessant. Insbesondere die Zuschauer, die auch gerne nach Las Vegas fliegen. Und es sind ja nicht wenige, die meinen Channel gucken. Viele oder einige von denen habe ich da ja auch schon getroffen in Las Vegas. Und die bekommen jetzt von mir einen Spezialgruß. Ich will jetzt keine einzelnen Namen nennen, denn fühlt sich nach, wenn ich einen vergessen soll, dann ist er nachher beleidigt. Also ich grüße jetzt einfach mal alle, die mich kennen und die ich kenne. Und natürlich alle meine Stammzuschauer und alle meine Gäste. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst mir ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Macht die Klingel an, da wisst ihr immer, wenn Perle wieder was Neues hochgeladen hat. Und gebt mir noch einen Daumen rauf oder runter, wie ihr lustig seid. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Und dann verbleibe ich bis zur nächsten Woche. Nächste Woche auch rasiert. Ich könnte es ja noch eine Woche wachsen lassen. So Perle, so Vollbart, ne? Nee, aber das mag ich nicht. Also das reicht denn schon. Also das ist für mich hier so bartechnisch schon extrem, ne? Also das stört mich jetzt schon. Wollte ich gestern schon machen. Denke ich, ach egal, machst du morgen dein Video und dann am nächsten Tag rasierst du dich für, damit ich beim Zahnarzt nicht so verwuchert da ankomme, dass ich ein bisschen gefliegt bin, ne? So, haut rein, meine lieben Freunde. Peace, bis zum nächsten Video. Tschüss, gehabt euch wohl, bleibt mir treu und alles Gute, passt auf eure Gesundheit auf und bis nächste Woche. Tschüss.